Das ist sowieso gerade erst angefangen. Alles klar. Lili! Jetzt hast du aber geschockt, ne? Ja. Was ist denn so? Lili! Liedzeit, meine Freunde. Heute mit ganz besonderen Themen. Die Gitarre des Todes, ja? Nur um euch zu schocken. Das ist so, als wenn ihr in einer Todeszelle sitzt und wisst, wir könnten eigentlich jederzeit rausgeholt werden. Ja? Er könnte jederzeit anfangen zu spielen, wenn er will. Aber er wird nicht. Oh. Hier, Google, ja, eine meiner Lieblingsseiten. Kennst du eigentlich dofair.de? Nee. Das ist eigentlich ein super Konzept gewesen. Hätte ich mir das mal überlegt. Was ist denn das? Es ist eine Website, da kannst du quasi Suchbegriffe eingeben und auf verschiedenen Webseiten suchen danach. Ja? Ja. Und wenn du was kaufst über ihre Referrer, quasi, sie haben halt Partnerseiten, ja. Da gehen 90% der Provision, die sie bekommen, an eine gemeinnützige Organisation, die du aussuchen kannst. Also sie selbst kriegen ja noch 10%. Ja. Das heißt also, es ist ein richtig gutes Geschäftsmodell für die. Schon, ja. Weißt, sie machen nichts, haben noch den Hauch, was Gutes zu tun, ja, und verdienen trotzdem Arschkohle. Ja. Ja. Do fair! Nein. Heute, Xbox Live Arcade. Habe ich letztens schon mit dem Wilkie, als er noch mein Kamerakommander war, drüber gequatscht. Wir stehen total auf Xbox Live Arcade. Gibt's sowas bei PlayStation Network auch? Eigentlich yep. Arcade-Spiele? Ja. Wie sind die? Sehr gut. 1000-mal besser als auf der Xbox. Gott, das sieht aus wie so ein Riesenpenis, den du da hattest. Ja. Man muss auch sagen, Arthur hat sich noch nicht gemeldet. Komisch eigentlich. Ja. Das fand ich auch. Das Harte auf Arte haben wir uns gestern ausgedacht als Namen. Weil wir und als Wahlspruch quasi. Oder als Show, ja, ich wäre quasi der ja, zu seiner guten Zeit, als er noch keine Drogen durch die Nase gezogen hat, nur ohne Drogen, ja. Nee, als er Drogen durch die Nase gezogen hat zu seiner guten Zeit, ja, genau. Nur wäre ich ohne Drogen und du wärst quasi der Manuel Andrack auf Drogen, ja, so, genau, so sieht's aus. Xbox Live Arcade, und zwar haben wir die 12 besten Spiele gewählt. Auf Platz 3 ist einer meiner Lieblings-, oder was heißt auf Platz 1, 2 und 3 quasi. Alter, ich zeig das gerade, das kannst du hier einfach wegtun. Doch, Platz 1 Trials HD, okay. Ja, das gibt's auf PlayStation nicht. Da ist der Michi auch sehr traurig, weil er das total gerne spielt. Okay. Dann auf Platz 2 Luminis Live, was mich eine Beziehung gekostet hat, weil ich so gesuchtet habe. Ja. Und auf Platz 3 The Dishwasher. Oh shit. The Dishwasher ist geil, kennst du das? Ja, ich kenne das Prinzip. Es ist so ultra brutal. Alter. Das fickt Hirne, kann man sagen. Dann der Chevrolet Piano Merton. Musiker ist back. Diesmal mit. Das machen wir mal. Also. Oh, ich habe eine Idee. Chevrolet. Alles. Instant Live Playing mit der Gitarre, das ist geil. Und wenn wir auf ihn treffen, wäre es ja doppelt lustig. Ja. Weil wir beide dann dem anderen was vorsingen können. Ja. Und dann, Neues aus Toms Blog. Tom ist jetzt in Australien angekommen. Ja, und? Geht's ihm gut? Ihm geht's gut, ja. Aber er sagt, die Deutsche Bahn ist nicht so reliable, ja. Da kann man lieber auf einem fliegenden Teppich hoffen, mit einem Bobbycar, ja. Nach Australien fahren oder halt mit den Armen flattern, kommt man wahrscheinlich eher an als mit der Deutschen Bahn. Ja. Selbstrip. Yeah. Das hier ist die Chris-Show, okay? Nicht die Selbstrip-Film-Doof in der Gegend rum-Show. Du müsstest dich übrigens mal wieder rasieren, du siehst aus wie ein Strolch. Ja. Dann Gamer gegen Soldat, Modern Warfare 2 Gelände im Real-Life-Check. Hm. Ja? Also ein trainierter SAS-Soldat, whatever. Gegen Gamer, ja, die Gamer spielt auf der Xbox, die Grube, ja, die Anfangsmission quasi, oder das Trainingsgelände von Modern Warfare 2, und der Soldat spielt auf einem nachgebauten die Grube-Gelände, und der Gamer braucht 35 Sekunden, was halt ungefähr doppelt so lang ist wie ich, ja, also es ist halt so, ja, hätten sie mal einen vernünftigen Spieler gelassen. Dann DirectX 11 Tech-Demo, stehst du eigentlich so auf Tech-Demos und sowas? Ja, total. Ja, ich auch. Gib mir mal voll eine. War die Love Parade nicht auch eine Tech-Demo? Oh, nein, ja. Das war eine Techno-Demo. Schau mal, so wird es nie was. Mit Arthur meinst du? Ja. Oh, parlez-vous français. Je m'appelle Christian. Je m'appelle Christian. Dachte, du warst Hauptschule. Ich war Hauptschule, Alter. Französische Hauptschule. Ich war in der Auvergne. Nein, aber ich war schon mal in
Frankreich heißt das. In Charlotte. Und die sprach Französisch. Nein, aber jetzt mal ganz anders, ja, Niederländisch hatten wir. Ja, und? Ja. Deswegen spreche ich mein Französisch besser. Nee, Niederländisch echt sinnvoll. Generell Fremdsprachen. Echt sinnvoll, ja. Wo ist denn jetzt der Gag? Sag mir bei 8 Minuten Bescheid. Okay. Hier, die Sapphire Radeon HD 5850 Toxic mit 2 GB RAM VRAM vorgestellt. Krass, oder? Mhm. Ich meine, wir sind Konsoleros, ja, kann man ja offen sagen, so Gamer sind Gamer. Aber für Leute, die auf Grafikkarten stehen, ist das, glaube ich, richtig gut. Ja. Sagen auch die Kommentare. Musste lange genug mit ATI mein Dasein fristen. Achso, ja, nee, der jetzt nicht. Hier, 2 GB braucht zwar kein Schwein, aber mehr ist immer gut. Stimmt zurzeit nicht. Hammer, Hammer, yeah, woo. Ich habe 2850 Euro für meine Nvidia GeForce 9800 GT bezahlt und die reicht voll und ganz. Siehste? Ist doch auch gut. Aber hier ist auch jemand, der sich auskennt. Ja, Uzi Joe sagt, die Toxic-Serie war schon immer richtig gut und man kann aus ihnen immer noch was rausholen, obwohl sie schon von Haus aus übertaktet daherkommen. Ist wie du. Ja? Aus dir kann man auch ein bisschen was rausholen, obwohl du schon von Haus aus auf Drogen hierher kommst. Ja? Oh, wir könnten einen Song machen. Ich drück den grünen Knopf, danach kommt der rote, der gelbe, der blaue und am Ende wartet der. Sing es, komm! Ich sing's nicht, nein. Orange! Oh, das ist auch die neuen Orange quasi hier. Hey Audience, hey Audience, hey Audience! Das ist eins meiner Lieblingsvideos, die neuen Orange, muss ich sagen. Ja. Okay. Cool, was? Ja. Und wir hatten die 20 besten Soundtracks, muss man auch sich nochmal angucken. Ich mache heute, glaube ich, ein. Die Gitarre klingt komisch. Warte mal. Ting. Du machst es mit deinem Mund. Ding. Jetzt ist es besser. Arte. Ja, lieber Sendechef von Arte. Wenn du das siehst, schreib mir eine Mail. Ich freue mich. Das Harte auf Arte mit Sepp Srip und Chris. Die Chris-Show quasi. Hinten. Ja, wir verlangen noch nicht viel Geld, ne? Was wollen wir haben im Monat? Ich weiß nicht, ich habe da keine Erfahrung. Was kann man denn da verlangen so? Ich weiß nicht. Also ich als Gesicht, ja, dann quasi. 5,5 brutto? Mhm. 5,5 brutto ist schon okay. Ja, geht halt viel weg von der Steuer. Ja, 7 brutto. 7 brutto? Und du als pro Folge halt, oder? Oder was? Ja, klar, klar. Also ja. pro Folge. Und du als... Mir geht's eigentlich nur darum, dass ich 3 Monate im Sommer frei habe. So Sommerpause halt. Und nee, Sommerpause gibt's nicht. Im Winter dann halt Winterpause? Nee, Sommerpause gibt's nicht. Da sehen wir im Swingerclub und in Herbstfrei. Generell frei. Ja. Nice. Ja. Aber in Scheiße. Also, ja. Dann würde ich sagen, wie lange haben wir? 8 Minuten 20. Dann sagen wir Tschüss, oder? Okay. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Spaß muss sein. Und heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Ich will jetzt onanieren. Du wirst dich echauffieren, wenn du das siehst. Du nimmst schon auf? Ja. Ich dachte es mir. Ich weiß. Mach weg. Okay. Wir machen einen Outtake. Wir machen daraus einen Outtake. Nein, wir machen daraus keinen Outtake. Wie lange ist es jetzt schon? 13 Sekunden, 14 Sekunden, 15 Sekunden. Wir machen einen Outtake. Wir machen jetzt keinen aus der Outtake. Doch, Alter. Ich brauche hier noch eine Minute, um das vorzubereiten. Selbst. Dieser Rechner ist so langsam wie dein Onanierungsgradmesser. Du weißt es besser. Du hast kein Glied, das geschieht dir recht. Du bist schlecht, hast kein Talent, hast verpennt, kommst zu spät zur Arbeit. Das Licht ist ja, du nimmst auf, oder? Ja. Alter, nimm ich. Mach aus jetzt. Outtake, komm. Ja, aber die anderen Leute lachen auch. Ja. Was hast du denn vor heute? Hä? Was hast du denn vor? Ja, ich warte jetzt noch, bis es fertig ist vielleicht, ne? Und dann. Einfach Arschkratzen, weißt du?